Kratsching. Trader Live Simulator allen. Neues Ding, neues Game. Wir hängen hier mitten im Konservenregal, Alter. Geiles Teil. Da schauen wir jetzt mal rein. Also, legen wir los. Ich hab Bock drauf auf den Trader Live Simulator. Sieht schon gut aus, fängt schon gut an. Und traden, Alter, das kriege ich doch hin. Gehen wir mal rein hier, direkt ins New Game. Mega. So, haben wir hier was in der Ecke? Nee, ich glaube nicht. Das heißt, ich rutsche hier erstmal wieder rüber. Zack, ab in die stille Ecke. Was sehen wir denn? Wir sehen 500 Bucks, 100 auf der Bank, nichts auf der Karte oben links in der Ecke. Wir sehen hier eine wunderschöne Tür. Alter, was ist denn das hier? Öffentliche Toilette oder was? Übelst die schmalen Räume. Da müssen wir mal eher so quer durchgehen. Dann haben wir unten steigt Hunger, Dirt und Urin. Alter, Die wildesten Games. Take the car and go to your shop. Jawolski. Die machen wir nicht ganz so laut, aber die Side Sounds würde ich gerne hören. Also das scheint hier tatsächlich unsere Bude zu sein. Man startet einfach irgendwo im Obergeschoss. Ist es Obergeschoss? Ja, ich habe gerade irgendwo runtergeguckt. Das ist die Nasszelle. Alter, der Architekt, der hat sich aber auch hier mächtig verausgabt, ey. Alter. Egal, aber es geht ja ums Traden. Wir wollen hier einen Shop aufmachen, Alter. Oh, Alter. Geil eingerichtet. Ich hoffe, ich komme hier raus. Jawohl. Interact. Mit F, okay. Alles klar. Tür zu. Perfekt. Und schon stehen wir hier mitten im Garten. Alter, ich muss mir das erstmal angucken. Es sieht schon wieder viel zu wild aus. Okay, das sind einfach so Kästen. Es sieht schon wieder viel zu wild aus. Aber man kann hier schön rumrennen. Von außen auch nicht zu öffnen. Ja, irgendwie von der Engine her und so, allem drum und dran, sieht das ganz schick aus. Gucken wir mal, wie sich das... Press M to open the map. Alter, ich muss wirklich eine Zeit lang warten, bis ich es wegklicken kann. Okay. Ja, geil. Ja, geil. Ach du Scheiße. Wo, wir sind hier. Your shop here. Home, shop, food. Food. Beim Gas. Da ist der ATM. Hier auch. Überall. Das sind die Companies. Okay. Das ist schon geil. Okay. Gas, Öl, Reparatur. Alter, das ist aber auch alles drin, ne? Ich dachte, das ist ein Trade-Simulator, Alter. Ich kann es nicht eher wegklicken. Ich muss es mir angucken. Dankeschön. Also, Karre reparieren und so weiter. Wir wollen sie am besten nicht reparieren. Hat aber Swag. Also Optik ist schon gut. Ist schon nicht schlecht. Ich kann bloß das Weiß auf Gelb-Weiß auf Gelb kaum erkennen. Aber ich denke, Look Back, ist das G? C? Kann man nicht sehen. Flip. Vehikel wollen wir nicht. Ist ein R. Lights. Mega. Und Leave. Ich hoffe F. Ja. Okay, Gas geben. Ab geht es. Oh, er fährt schon. Die Sounds, Alter. Muss ich schalten? Drehzahl läuft, ne? Ne, er schaltet selbst.
Befehl, Alter. Rückwärtsgang kann man nicht bremsen. Da geht der Sound rückwärts tatsächlich, glaube ich. Also wirklich. Bin ich denn, wo bin ich denn hier? Wo bin ich denn jetzt hier? War das jetzt schon die erste Kreuzung? Okay. Best Burger. Es könnte hier sein, weil hier der Best Burger ist. Da ist die Bank. Ja, das ist hier. Halt! Uff, kein Unfall, Alter. Supermarkt. Ich bin da! Alles klar. Ist das unser Supermarkt? Direkt hier an der Bank? Alter, wir haben hier sofort Kundschaft und alles. Perfekt. Ist das hier unser Supermarkt? Ja, das ist der, auf der Ecke hier. Perfekt, geh mal rein, ey. Press Q to place, alles klar. Rotate und Cancel ist nicht zu erkennen. Vielleicht sollte man nochmal überlegen, ob das so eine gute Idee ist. Mit diesem kontrastarmen Weiß auf Hellgelb. Okay. Wer ist denn er jetzt hier? Alter, wer ist er denn? Alter, er ist aber... Schönen guten Tag, Alter! Was willst du? Klassischer Verkäufertyp. Guten Tag, Alden. Übelst die Kante, ey. Übelst die Kante. So. Use the laptop to save your progress. Okay, dankeschön. Dankeschön, dankeschön. Wie kaufen wir denn jetzt? Ah, mit Q. Rex. Laptop. Wall. Sieht aus wie eine Wall. Kann man es rotieren? Nein. Door. Alter, dein Ernst, Alter. Das sieht aus wie mit Paint gemalt. Nicht dein Ernst. Das ist nicht mal eine gerade Linie. Oder ist das der Stil? Das ist der Stil. Rack. Place. Alter, was ein... Ich bin komplett überfordert. Ja, danke schön. Ach, guck mal hier. Jetzt geht's hier auf einmal. Jaha! Verdammt nochmal. So, können wir das überall platzieren? Puh. Okay, wir stellen das hier erstmal hin. Hinter die Kasse. So, dass man da schön von allen Seiten dran kann. Lager. Wenn ich mir vorstelle, wie schmal mein Haus war oben. Bam. Brauchen wir noch ein Regal? Ich glaube erstmal nicht. Gibt es noch was anderes? Q. Laptop. Ja, place. Wir placen jetzt hier einen Laptop. Warum auch immer. Vielleicht so gegen die Langeweile. Zack. Place. Was haben wir noch? Ah, okay. Wir müssen bestimmt Toiletten bauen. Wir brauchen eine Wall. Place. Wo bauen wir eine Toilette hin? Wenn das hier vorne der Shop ist, hier hinten ist Lager, dann kommt die Toilette hier, wo die Scheibe ist. Das fände ich fair. So, machen wir mal hier in dem Bereich. Wunderbar. Laptop to save the game. Bam. So, was haben wir noch? Wir haben hier eine Toilette. Place. Oh, würde ich sagen. Ballern wir mal hier so in den Boiler, oder? Wenn man mal so richtig einen abschurzen will. Zack. Also zumindest noch ein bisschen Ausblick. Next. Dann brauchen wir... Oh, komm, hier ein Bett. Ach, warte mal. Ist das jetzt... Muss ich das bei mir oben? Muss ich da bei mir... Da muss ich in meinem eigenen Haus... Ja, gut. Hätte einem ja auch mal einer sagen können. Ich glaube, das muss ich in meinem eigenen Haus irgendwie platzieren. Ich weiß nicht warum, aber ich platziere das jetzt einfach hier. Warum soll ich denn in mein Lager? Door. Machen wir auch nochmal rein hier. So eine Tür. Das kannst du ja aber auch nicht. Guck mal, das... Und ein Bett. Ja. Arbeit, Alter.
Oh, guck mal, das kann ich bestimmt nur in ein Bedroom irgendwie, keine Ahnung. Also hier kann das nicht hin. Das ist doch schon mal nett. Das Bett geht hier nicht. Cancel mit Escape. Und einen Tisch haben wir hier auch noch. Den können wir allerdings hier hinstellen. Den stellen wir einfach mal hier hinten hin. Falls man mal irgendwie und wenn man mal möchte. So. Jo, Alter, wir sind soweit. Alter, meine Pipi ist weg. Das ist ja geil. Das ist ja ein... Oh, warte mal, durch die Tür. Oh, oh, verdammt. Ja, so. Das ist ja sehr, sehr, sehr praktisch. Ja, geil. Ich habe schon wieder 28 Hunger und ich habe 20 Dirtness. Jetzt ist der Shop offen, Alter. Ich weiß gar nicht, was ich hier machen soll. Da kommt sogar schon ein Kunde. Alter, auch so eine Kante. Customers left, no banana. Sag mal, immer, ich dachte, ich könnte mir aussuchen. Ach, ich bin im Supermarkt. Ich dachte, ich hätte mir aussuchen können, was ich bin für ein Shop. Ich bin ein Bananashop. Supermarket, Alter. Ja, verdorrig, wo kriege ich denn jetzt hier mein... Ich brauche doch Bananas. Warte mal, mach mal wieder zu, Harry. Kriegen wir das Ding auch wieder zu? So, geschlossen. Abgefahren, Alter. Abgefahren. Kriege ich einen Kofferraum auf? Ich weiß es nicht. Okay, wir haben 500 Ocken. Wo gibt's Handyshop? Das ist wichtig. Das sieht aus wie Pillen. Trading Company. Das sieht aus wie so ein Großmarkt. Ich glaube, wir fahren mal zum Großmarkt. Alles klar, wir düsen jetzt mal los. Und ich hoffe, wir können hier mit unserem wahnsinnig großen Vermögen von 500 Ocken ein bisschen was billig einkaufen. Und verhökern das dann zu unnormal teuren Preisen. Ich muss gleich einfach nochmal hart bremsen. Hat er sich eingepullert? Da läuft doch Wasser, Alter. Da läuft doch Wasser. Okay, Tankstelle. Also ich habe hier eine Tankanzeige. Das finde ich schon mal geil. Jetzt also gehen wir mal, also mal wirklich. Es ist schon sehr, sehr cool mit der, mit dem Fahrzeug anzeigen und so. Das sieht schon sehr gut aus. Ich fahre jetzt hier einfach mal wild hin. Ich glaube, ich hoffe, dass ich hier richtig bin. Hier ist der Jabba Shop. Gucken wir mal, was die hier so haben. Geil. Bremst doch! Okay. Oh, Licht angelassen. Dankeschön. So, der Jabba. Some products requires to be inside a fridge. Sonst vergammeln sie. Oh, das ist aber schlecht. Das heißt, ich bräuchte hier irgendwelche... Ah, guck mal, der hätte jetzt hier, hätte ich zum Beispiel Bananas. Hallo! Alter, nur die fetten Kanten! Ja, Mahlzeitmeister! Hast du auch irgendwas mit viel Proteine, Alten? Na sicher! Wir brauchen auf jeden Fall irgendwas für, zum Boosten. Magic Bleach. Ja, für weiße Zähne ist das, glaube ich. Was gibt's noch? Hier, Go-Go Softdrink, Wet Dog, das ist die Wurst, die riecht nach kaltem Hund, nach nassem Hund. Oh, komm hier, Toffels, das vergammelt nicht. Kann ich das jetzt so nehmen? Buy, Klick, Buy mit B, ne? Ist es B? Ich glaube, es ist B. Ich kann es nicht nehmen, ich kann es nicht beien. Ist es S? Nee. Ist es B? Ist es E?
Es ist E. Oh mein Gott, ich habe jetzt tatsächlich einmal Tovels Toilettenpapier gekauft. Okay, das ist geil. Geil, Alter, DB. Rack Copyright, Alter. Einfach reingeballert. Okay, wir sind der Shop für Toilettenpapier. Was gibt's hier noch? Das habe ich für 180 gekauft. Ich habe für 180 Dollar Scheißhauspapier gekauft, Alter. Nicht dein Ernst. Was ist hier mit Noodles? Aber die haben auch irgendwann MHD, ne? Wenn das Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen ist, dann ist natürlich RIP. Soll ich jetzt nochmal Bananas kaufen? Komm, ich kaufe jetzt mal Bananas. So, wir haben Bananas, wir haben Toilettenpapier. Das geht nicht, das braucht alles Kühlung. Warte, da brauche ich noch irgendwas Sinnvolles. Was gibt's denn noch? Kaffee, Wild Coffee, grüner Tee, Eiers. Was? Ungekühlte Eier? Müssen die nicht gekühlt? Biscuits, Eggplant. Da muss ich alles kaufen. Wie viel habe ich denn? 200 Ocken. 200 Ocken. Und ich weiß nicht, was das Volk überhaupt will. Ich kaufe ein paar Chips. Ich mache erstmal einen auf... Katsching, Alten. Ich mache erstmal einen auf... auf Kiosk oder sowas in der Art. Katsching. Jawohl, passt doch. Ich mache mal hier noch ein paar Cookies. So, mach rein da, das Ding. Und jetzt die Bananas, Alter. Dinididili, Bananafond. Nicht dein Ernst. Krieg ich die irgendwie... Ich krieg die auch irgendwie platziert, ey. Hier. Ha. Ja, geil. 50... So. Mach voll die Karre. Dann wird gleich alles schön mit dem Band einmal drum getüdelt und dann ist halt wieder fest. Und ich glaube, ich nehme einfach noch ein bisschen Cola. Was ist denn ditte hier? Soze. Oder soll ich den nassen Hund nochmal nehmen? Komm, Alter, nasser Hund. Chips und Cola Company. Dass ich halt mal alles einzeln rausschleppen muss. Ich brauche einen ganzen Einkaufswagen. Ach, fuck. Nee. Nee. Wie geil. Okay, das ist schon geil. Jetzt ist die Frage, geht das? Eins Cola. Alter, wenn das geht, ne? Zwei Cola. Jetzt habe ich hier eine Cola rausgenommen. Nee, Alter. Nee, 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 nee. Ich kann nicht rotieren. Nee, cancel. Interact. Ja. Geil, das geht wirklich. Ich werde weich. Ja, Alter, soll ich jetzt hier die Cola einzeln draufschmeißen oder was? Der Jabba Shop Deluxe. So, ab geht it. Also, um ehrlich zu sein, mache ich mir überhaupt keine Sorgen, ob die Sachen, die oben drauf liegen, runterfallen oder nicht. Ich bin mir sehr sicher, dass die nicht runterfallen. Fuck, Alter, wo bin ich hier gelandet? Hallo? Hallo. Du kannst es dir nicht ausdenken. Du kannst... Also sowas. Hallo, Mann. Sind Sie mein Finanzberater, Alten? Alter Falter. Und die krummen Fingers, Alter. Alter, absolute Katastrophe. Absolute Katastrophe. Egal, ich bin irgendwie verkehrt hier. Ich weiß nicht, wo. Ich weiß wirklich nicht, wo ich jetzt hier bin.
Ich weiß wirklich nicht, wo kann ich denn jetzt sein? Ich bin doch hier abgebogen. Ich weiß es wirklich nicht. Verdammt nochmal, wo bin ich denn jetzt? Ich weiß es wirklich nicht, verdammt, ey. Vielleicht gibt es ja gleich irgendwo einen Anhaltspunkt. Der zieht aber hoch hier die Karre. Oh, oh, hier. Ah, da ist der Bodybuilder aus dem Carshop. Also sind wir hier. Wo auch immer ich gerade war, das ist nicht eingezeichnet. Hundertprozentig. Das ist der Bodybuilder und das ist ein Moped. Schicket Moped hasse! Harry! So, ab geht es. Hör mal, das ist ein ATM, was das gerade war, ne? In der Halle. Das war, glaube ich, ein ATM. Alter, der bremst mich, ey. So. Geil, Alter. Alles an. Oh, meine Toilette, ey. Ich muss erstmal auf dem Lokus hier. Lass mich da mal rein. Nee, rein, Alter. Dankeschön. Aber Tür zu. Tür zu. Verdammt! Oh. Ah, nun geht wieder. So. Ah, oh, nee. Ja, dann bringen wir mal das ganze Geraffel hier rein. Oha. Der Cola kommt hier vorne direkt in die Theke, oder? Wir haben ja hier eh so eine geile Theke, also platzieren. Zack, klapping. Ich kann das nur am Sound auseinanderhalten. Kapping. Ah, das ist aber ein lauter Gepingel, Kapangel. Das ist kein... Nee, das kommt woanders hin. Was auch immer das ist, das sehen wir dann gleich. Aber ich habe hier eins Cola für dich. Was hältst du davon, Alten? Der hat's gekauft! Er hat's gekauft! Ein Cola für 7 Ocken. Er hat es gekauft. Hat er gemacht. Wie kriege ich das denn jetzt hier raus? Mit F? Ja, mit F. Ich muss jetzt hier ernsthaft alles hier reinballern? Alter, das sind immer unterschiedliche. Ich, weißt du, du kaufst eine Packung mit irgendwas drin. Und was ist drin? Du weißt es nicht. Random. Oh, jetzt auch gekauft. Ja, wir haben leckeres Cola. Jedweder Art. Ohne Scheiß, das Geschepper kannst du nicht anhören in den Ohren, ne? So. Cola. Bleibt es hier erstmal. Ich muss ja erstmal einen Turm machen mit Cola. Das ist ja nicht auszudenken. So. Cola. Cola. So. Was haben wir jetzt hier drin? Alter, Chipse. Alter, mach doch voll das Regal. Wie willst du denn was verkaufen, Minion? Cookies und Bananas. Wenn einer Cookies und Bananas will, alles da. So, was haben wir hier? Soßen. Soßen, Soßen. Alter Falter, Best. Stell mal ein bisschen näher ran, da musst du nicht so weit schleppen. So, ich wollte gerade sagen, wir haben gerade schon richtig Kohle eingenommen. Haben wir aber gar nicht, Alter. Ist das jetzt alles in der Kasse drin? Wir machen das jetzt hier einfach so. Ganz praktisch. Schönen guten Tag, herzlich willkommen. So. Hier unser Angebot, Toilettenpapier. Hier unser Angebot, Chipse. Affengeil. Drei Sorten. Hier unser Angebot, Fluffy, Puffy, Cream, Cookie, wie auch immer. Schmeiß mal wieder rein hier. Soll ja auch wieder schick aussehen. Für die Customers, Alten. Und wenn ihr schon die Regale auffüllt, dann auch bitte die Etiketten nach vorne. So. Wie sieht denn das aus, Alter? Das soll ja auch ein bisschen ansprechend sein für den Endverbraucher. Alter, hier rennen nur Bodybuilder rum. Übrigens keine Frauen. Lässt tief blicken. Ah, doch, Reis haben wir auch noch. Ach, guck mal, wir hatten noch irgendwo Reis. Wo kommt denn der Reis her? So. Ich bin mächtig dreckig, habe ich gerade festgestellt. Und ich habe 100% Hunger. Aus diesem Grund gehe ich jetzt irgendwo hin, wo ich was kriege. Gibt der mir hier was zu essen? Kippe ich gleich um vor Hunger?
Smartphones, ja. Ja. Manage your vehicle? Nicht dein Ernst. Buy food. Absolut kein Hunger mehr. Aber jetzt mal ohne Scheiß, macht schon Bock. Ich meine, ich würde ja sagen, der Laden rennt ja regelrecht. Der Laden rennt ja regelrecht. Wir sind so einigermaßen eingerichtet. Ich würde sagen, dann werden wir schön hier beim nächsten Mal im Trader Live Shop Simulator ordentlich Gas geben und ordentlich Para machen. Also, Daumen da lassen, Kanal abonnieren. Bis zum nächsten Mal.